Hallo zusammen, hier wieder bei Lange Live. Heute bei mir Benny Thüne. Hallo, grüß dich. Hallo Marc. Du hast ja wunderbare Geräte heute mitgebracht. So ist es, ja. Von Artesia. Erzähl doch mal ein bisschen, was das ist. Ja, vielen Dank Marc erstmal. Also ich habe hier ganz schicke Digitalpianos für Kinder aus dem Hause Artesia. Wir wissen ja, Weihnachten kommt in ganz, ganz großen Schritten näher auf uns zu. Und für alle Eltern, die den Kindern einen Einstieg in die Musikwelt bieten wollen und da was Vernünftiges anschaffen möchten, sind das genau die richtigen Geräte. Oder für Kinder, die jetzt so über die musikalische Früherziehung hinaus sind, die da so ein bisschen in den Tastenbereich einsteigen wollen, sind das die idealen Digitalpianos. Wir haben eine super Klaviatur eben, gut verarbeitet, genauso wie der gesamte Korpus aus massivem Holz. Ist auch ein interessantes Bundle eben mit diesen Hockern. Mit dem Kopfhörer ist gleich dabei, ein Fußpedal ist dabei und da können die Kinder ja, ihre ersten Schritte in die Tastenwelt gehen. 49 Tasten, so ist mehrere Sounds. Das zeigt uns der Kollege jetzt noch, was da alles drauf ist an Sounds im Gerät. Genau. Genau. Dann haben wir natürlich noch einen USB-Anschluss. Das gucken wir uns nachher auch noch an, was der machen kann. Genau, also das ist nämlich dann auch noch weiterführend, um halt, wir haben ja Tablets oder PC, da gibt es ganz viele Softwareinstrumente und die können wir alle auch mit diesen Keyboards dann auch bedienen. Also sprich, wir haben die Onboard-Sounds, die wir gleich hören werden und darüber hinaus ist halt die Welt dann offen, digitale Instrumente dann auch zu spielen auf diesen Geräten. Wir haben hier unseren Egon, der jetzt das glückliche Kind darstellt, das sich zu Weihnachten riesig freut, weil er so ein tolles Piano geschenkt bekommen hat. Vielen Dank, Egon, erstmal. Und er zeigt uns jetzt mal die Sounds, die wir auf dem Digitalpiano drauf haben, was es da so Schönes gibt. Vielleicht noch ein paar Tier-Sounds. Also das waren jetzt so die Keyboard-Piano-Sounds. Man hört, man hat eine ganz große Palette eben da drauf und noch so ein paar witzige Sounds. Also wenn sich das Kind immer schon mal ein Schaf gewünscht hat oder ein Hund und es nicht bekommt, da bellt er dann halt aus dem Piano raus. Jawohl. Also gerade haben wir die Sounds, Klänge und Geräusche gehört, die auf dem Piano drauf sind, Onboard-Sounds. Darüber hinaus können wir unser Kinderpiano auch mit einem Tablet oder iPad verbinden. Wir haben hinten eine USB-Schnittstelle und mittels Adapter können wir hier in diesem Fall das iPad anschließen. Und da gibt es für die Kinder eine ganz, ganz interessante App. Das ist die Piano Maestro App, die ist frei erhältlich im App Store. Und die ist so ein bisschen aufgebaut wie ein kleines Spiel und führt die Kinder halt daran, so ein bisschen das Instrument zu erlernen. Na, ich zeige das mal ganz kurz. Das ist jetzt quasi das erste Level und umso besser man wird, umso mehr kann man sich steigern und weitere Level dann auch erreichen. So. Genau. Und so weiter und so fort. Und da kann man sich verbessern, kann man steigern, man kann in den Level aufsteigen, die werden dann immer anspruchsvoller.
Und so kann man auch sich dann am Instrument auch erproben und sehr gut eben auch üben zu Hause. Ne? Und das alles zusammen, also wahlweise in rosa oder in blau, mit dem sämtlichen Zubehör, mit den Hockern, mit dem Kopfhörer und mit dem Fußpedal, Anschlussmöglichkeit für ein Softwareinstrument auf dem iPad oder auf dem Tablet, kostet 269 Euro. Und ja, und wir haben ein schickes Gewinnspiel vorbereitet, denn Artesia stellt ein Modell nach Wahl, also eine Farbe nach Wahl eines von den Kinderpianos zur Verfügung, damit wir das hier jetzt in der Vorweihnachtszeit verlosen können. Das Gewinnspiel hat der Benni ja schon gesagt. Einfach liken und kommentieren, die Wunschfarbe quasi reinschreiben, genau, und das Video teilen. Mhm. Dann nehmt ihr teil an der Verlosung und dann könnt ihr an Weihnachten schon mit den wunderbaren Instrumenten spielen. Oder die Kinder. Genau, oder beide, je nachdem. Selbstverständlich. Ja. Und nach Weihnachten natürlich auch. Genau. Dann vielen Dank, Benni, dass du hier warst. Ich danke dir. Und natürlich sind die Pianos auch immer antestbereit und vorführbereit im Musikhaus Lange, genau, ausgestellt. Und jeder, der es nicht gewinnt, muss sich halt dann eins kaufen. Der darf sich, ne, eins kaufen. Darf sich eins kaufen, selbstverständlich. Vielen Dank, Marc. Danke dir, dass du da bist. Ich komme gerne wieder. Und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.